Manchmal sind die Gespräche des Spaßtelefons ja ganz schön verrückt. Dennoch ist eine Dame tatsächlich auf die nächste Geschichte voll und ganz hereingefallen. Ein Außerirdischer möchte ihr nämlich einen Besuch abstatten. Doch höflicherweise ruft er vorher an. Hallo, hier Stein. Wir sind Außerirdische vom Planeten Sina. Sie brauchen keine Angst haben. Wir suchen erst Kontakt mit Erdlingen. Wir würden Sie gerne besuchen. Ja, aber also das habe ich noch nie gehört, dass also Außerirdische da einen besuchen. Also ja, wie würden das ablaufen? Also ich meine, wir landen mit unserem UFO in Ihrem Garten. In meinem Garten? Ja. Ich habe gar keine Vorstellung, wie groß sowas ist. Also das. Nach Erdmaß 10 Meter Durchmesser. 10 Meter? Ja, das wird also schon sehr knapp. Können wir Sie besuchen? Ja, und also wie schauen Sie überhaupt aus? Ja, was sagen da meine Nachbarn? Also wir kommen mit Tarnkappen in geheimer Absicht. Also da bin ich jetzt schon sehr, also da haben sie mich jetzt direkt ein bisschen aufgeregt. Wir möchten die Küche der Erdlinge kennenlernen. Die Küche? Ja, da müsst ihr ja was besorgen. Da müsst ihr auch schon wissen, wie viel sinnen sie, weil ich meine, die Sachen sind ja teuer. Können wir diese Weißwürste probieren? Wir sind zu dritt. Zu dritt? Ja, das geht schon, weil man kann ja nicht einfach kaufen und hier noch wird die Sache dann alles kaputt. Den Rest nehmen wir mit zum Planeten Sina. Ja, also weil man zu Weißwürste, da müsste man auch schon Brezen geben. Aber ich meine, eine Bedingung habe ich schon. Also ich müsste schon genau wissen, wann sie kommen, weil da muss mein Mann daheim sein. Also allein mache ich das nicht. Also ungefähre Uhrzeit. Erdezeit 2.00. Ja, also das ging schon. Überrascht bin ich schon, weil ich habe sowas noch nie gehört. Also. Abgehoben, reingeflogen. Kennen Sie das Spaßtelefon von Bayern 1? Mein Gott, und ich habe jetzt Herzklopfen. Das darf ja nicht wahr sein. Nein, ja, also ich war so, also ich habe mich echt aufgeregt, das muss ich sagen. Ja, dann können wir ja die Weißwürste mal so essen.